Ob Achterbahn oder Wasserrutsche, nichts bringt dein Herz so sehr zum Schlagen wie eine rasante Fahrt im Freizeitpark. Aber trotz aller Sicherheitsgurte, Schoßbügel und Warnschilder sind sie nicht immer so sicher, wie sie scheinen. Von mangelhafter Wartung über Fahrlässigkeit bis hin zu völlig verrückten Konstruktionen. Es gab schon viele Fahrgeschäfte, die nur darauf warteten, zu verunglücken. Es ist also an der Zeit, dich anzuschnallen und dich zu wappnen, denn wir werfen wieder einen Blick auf einige Fahrgeschäfte in Freizeitparks, die geschlossen werden mussten. Der Sandblaster. Daytona Beaches Boardwalk ist ein berühmter floridianischer Vergnügungspark, obwohl eines seiner Fahrgeschäfte vor einigen Jahren aus den falschen Gründen landesweit Schlagzeilen machte. Der Sandblaster, eine 16 Meter hohe Standard-Stahlachterbahn aus den 70er Jahren, war seit 2013 auf dem Boardwalk in Betrieb. Doch im Juni 2018 kam es zur Katastrophe, als der vordere Wagen der Achterbahn plötzlich entgleiste und zwei Fahrgäste 10 Meter tief stürzten. Das ist so, als würde man aus einem dreistöckigen Gebäude geschleudert. Autsch. Wie durch ein Wunder kam aber niemand ums Leben. Der Vorfall führte zur sofortigen Schließung der Bahn und die Behörden in Florida begannen den Vorfall zur Untersuchung. Doch was sie fanden, schockierte sie zutiefst. Etwas mehr als ein Jahr zuvor hatten die Inspektoren, die das Fahrgeschäft begutachtet hatten, die sofortige Schließung angeordnet, nachdem sie nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern mehr als ein Dutzend Verstöße festgestellt hatten. Dazu gehörten beschädigte Sitze, übermäßige Korrosion und sogar ein Riss in der Schiene. Diese Mängel lassen sich nicht einfach mit einem neuen Anstrich beheben, also wurde das Fahrgeschäft für eine gründliche Wartung geschlossen und 5 Monate später wieder eröffnet. Doch dann, im Mai, weniger als einen Monat vor dem Unfall, fiel das Fahrgeschäft erneut durch die Inspektion, und zwar wegen weiterer übermäßiger Korrosion. Nach weiteren Wartungsarbeiten gab ein anderer Inspektor grünes Licht für die Wiedereröffnung. Doch nur ein paar Stunden später ereignete sich diese schreckliche Tragödie. Hatte der Inspektor etwa eine Augenbinde getragen? Die Ermittlungen ergaben, dass die Waggons mit einer Geschwindigkeit von 35,4 km/h zu schnell um die Kurven gefahren waren, was eine Entgleisung verursachte. Zu allem Überfluss fanden Ingenieure auf den Gleisen auch Beweise dafür, dass der Sandblaster in der Vergangenheit schon mehrmals entgleist war, ohne dass das jemals gemeldet wurde. Die dunkle Geschichte und die offensichtliche Fahrlässigkeit besiegelten das Schicksal des Sandblasters und das Fahrgeschäft wurde 2019 abgerissen. Der Wirbel. Der Thorpe Park vermarktet sich selbst gerne als Großbritanniens aufregendster Freizeitpark. Und das stimmt auch, wenn man aufregend durch furchterregend ersetzt, denn 2018 gab es dort einen Unfall. Das Fahrgeschäft The Vortex wirbelt die Fahrgäste auf einem großen mechanischen Arm herum, der sich um eine Achse dreht. Während die Fahrgäste herumgewirbelt werden, werden sie auch bis zu 20 Meter hoch in die Luft geschleudert. Sieht zwar aus wie die ultimative Methode, um jemanden schwindelig zu machen, aber im Jahr 2018 waren es die Leute, die den Fahrern zusahen, denen schlecht wurde. Als der Arm seines schreienden Fahrers herumschwang, riss plötzlich etwas Riesiges aus dem Fahrgeschäft. Es stürzte auf die Fahrgäste zu und verfehlte sie, zum Glück, nur um Zentimeter. Die Betreiber schalteten das Fahrgeschäft sofort ab, weil sie befürchteten, dass es sich um ein kritisches Maschinenteil handeln könnte und das Fahrgeschäft jede Sekunde über ihn zusammenbrechen könnte. Bei näherer Betrachtung stellten sie aber fest, dass es sich nur um ein Stück Schaumstoff handelte, das von einem der Sitze des Fahrgeschäfts geflogen war und nicht mehr funktionierte. Erleichtert führten sie ein paar routinemäßige Sicherheitschecks durch, bevor sie den Vortex nur 15 Minuten später wieder öffneten. Was für ein schwindelerregender Zwischenfall. Der Vertikalbeschleuniger. Im Jahr 2019 setzten sich zwei nervenstarke Männer in die Sitze von The Vertical Accelerator, einer Schleuderbahn im Cobra Adventure Park in Florida. Dabei wurden sie von ihren Freunden gefilmt, die sie mit ihrem bevorstehenden Trip in fast 50 Metern Höhe necken wollten. You're gonna be screaming like sissies in about 10 seconds. I'm not. The three. Yeah, you are. Ist noch jemandem aufgefallen, wie abgenutzt und gedehnt die Kabel auf der linken Seite im Vergleich zur rechten sind? Dann beobachte sie weiter, denn gerade als die Betreiber den Auslösehebel ziehen wollen, geschah etwas wirklich Schockierendes. Das war ganz schön knapp.
Hätte der Fahrgeschäftsbetreiber das reißende Seil auch nur eine Sekunde später bemerkt, wären die Herren vielleicht in den Tod geschleudert worden. Zum Glück wurde niemand verletzt und das Fahrgeschäft wurde sofort geschlossen. Man sollte meinen, der Cobra Adventure Park hätte eine umfassende Untersuchung dieses beinahe Unfalls eingeleitet. Der Park gab jedoch nur eine Erklärung ab, in der er behauptete, dass alle seine Attraktionen, ich zitiere, immer die höchsten Sicherheitsstandards einhalten. Also, tut mir leid, aber haben Sie sich das Video überhaupt angesehen, das wir gerade gesehen haben? Nun, ein kurzer Blick auf Google Maps zeigt, dass der Vertical Accelerator heute noch steht. Glaubst du, dass dieser gefährliche Fehlstart ein akzeptabler Unfall war oder hätte er für immer stillgelegt werden müssen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Der Lückensprung. Allein die Vorstellung einer Achterbahn, die auf einer Schiene springt, ist etwas, wovon echte Adrenalin-Junkies träumen. Aber leider gibt es eine so wahnsinnig klingende Fahrt nicht und es wird wahrscheinlich auch nie eine geben, dank einer weniger bekannten Sache namens Physik. Da Achterbahnzüge keine Motoren haben, sind sie auf ein empfindliches und sich ständig veränderndes Gleichgewicht aus Trägheit, Schwerkraft und Energie angewiesen, um sich in Bewegung zu halten. Ohne Schiene sind sie also völlig unberechenbar und unkontrollierbar. Diese Einschränkung hat aber niemanden davon abgehalten, einen gleislosen Looping mit erstklassigen visuellen Effekten zum Leben zu erwecken. Dieser Clip sieht so realistisch aus, dass er sogar viral ging. Aber wenn er echt wäre, würde der kleinste Windhauch den Zug aus der Bahn werfen und ihn zu Boden krachen lassen. Trotzdem würde niemand so dumm sein, eine Bahn zu bauen, die über Gleise springt, oder? Damals, 1902, sollte die Coney Island Cannon Coaster ursprünglich eine Bahn haben, die wirklich über eine Lücke springt. Die Züge sollten auf den Kamm eines Zügels gezogen werden, durch einen großen, kanonenförmigen Tunnel rollen und dann über eine Lücke im Gleis am Ende geschleudert werden. Dieser todesmutige Stunt sollte den Fahrern das Gefühl geben, gerade aus einer Kanone geschossen worden zu sein. Die Strecke wurde zwar nach den Vorgaben gebaut, aber mehrere Tests mit Sandsäcken führten zu einer katastrophalen Anzahl von Unfällen, sodass die Idee zum Glück wieder verworfen wurde. Die Strecke wurde aufgefüllt, aber mit einer Höhe von nur 12 Metern und ohne wirkliche Geschwindigkeit war der Cannon Coaster ziemlich langweilig, selbst für die Verhältnisse von 1902. Das führte dazu, dass die Bahn nur 5 Jahre nach ihrem Bau geschlossen wurde. Wow, was für eine Fehlzündung. Der Tsunami. Bei einem Namen wie der Tsunami könnte man meinen, dass es sich bei der nächsten Bahn um eine Art verrücktes Wellenbad handelt. Doch überraschenderweise handelte es sich um eine umgekehrte Stahlachterbahn aus dem M&D's Theme Park in Schottland. Die Achterbahn war als Teil des M&D's Karnevals durch das Land gereist, bevor sie 2004 in den Park kam. Obwohl die 20 Meter hohe Achterbahn sehr beliebt war, hatte sie nicht die beste Erfolgsbilanz. Im Jahr 2011 brach sie zusammen und die Fahrgäste saßen 8 Stunden lang 18 Meter hoch in der Luft fest. Sie wurden schließlich gerettet, indem sie aus ihren Sitzen abgeseilt wurden. So herzzerreißend es auch aussieht, dieses Ereignis ist nichts im Vergleich zur Katastrophe, die sich im Juni 2016 ereignete. An jenem Nachmittag fuhr der gelbe Zug des Tsunamis über die Gleise, als er plötzlich entgleiste. Er prallte mit schockierenden 65 km/h gegen einen Stützbalken, stürzte 9 Meter in die Tiefe und landete in einem verheerenden Haufen vor dem Fahrgeschäft. 2 Erwachsene und 8 Kinder wurden verletzt, aber trotz der drastischen Szenen gab es keine Todesopfer. Nach dem verheerenden Unfall wurde eine Gesundheits- und Sicherheitsuntersuchung eingeleitet, aber die Ermittler waren nicht auf das vorbereitet, was sie fanden. Einige Tage zuvor waren Reparaturen an den Achsen der Waggons durchgeführt worden, aber das verwendete Schweißmaterial war völlig inkompatibel. Als der Zug in eine kritische Kurve einfuhr, fielen die Achsen aus und der Zug entgleiste komplett. Und zu allem Übel hatte ein Fahrdienstleiter die Arbeiten nur 16 Tage vor dem Vorfall genehmigt. Am Ende erhielt der Inspektor ein Arbeitsverbot, der Tsunami wurde aus dem Park entfernt und M&D wurde wegen Verstößen gegen die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu einer Geldstrafe von knapp 100.000 Dollar verurteilt. Es hatte zwar nichts mit einem echten Tsunami zu tun, aber dieses Fahrgeschäft war eine echte Katastrophe. Überlegst du dir deshalb, ob du jemals wieder in einen Freizeitpark gehen solltest? Nun, ich kenne einen Ort, an dem du dich amüsieren kannst, ohne dein Leben zu riskieren. Genau hier. Drücke einfach auf die Gefällt mir und Abonnieren Buttons und erfahre als Erster, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Alles erledigt? Super! Welche Horrorachterbahn kommt als nächstes? Hypersonic XLC. Die Hypersonic XLC im Kings Dominion Amusement Park in Virginia hatte einen schlechten Ruf, weil er eine 2-stündige Wartezeit für eine 10-sekündige Fahrt hatte. Obwohl das ein bisschen gemein ist,
Technisch gesehen war die Fahrt 20 Sekunden lang. Mithilfe eines Prototyps eines Luftkompressionssystems wurden die Fahrgäste in nur 1,5 Sekunden von 0 auf 130 beschleunigt und fuhren einen 50 Meter hohen Hügel hinauf, bevor sie auf der anderen Seite senkrecht hinunterstürzten. Und wie diese Dame gleich zeigen wird, war es genauso schnell, wie es klingt. Hoffentlich gefällt ihr ihre neue Frisur. Nach seiner Eröffnung 2001 wurde dieser einzigartige Prototyp zu einer sehr beliebten Achterbahn. Allerdings kamen Gerüchte auf, dass Fahrgäste, die ihre Hände beim Start hochhielten, sich durch die Wucht des Starts häufig die Schultern auskugelten. Anscheinend führte das zu mehreren Klagen, die Kings Dominion so sehr schadeten, dass die Bahn 2007 für immer geschlossen werden musste. Das war nur 6 kurze Jahre nach der Eröffnung. Aber jetzt kommt's! Ich kann keine Aufzeichnung über die Klagen oder gar Verletzungen finden. Es stellte sich heraus, dass der wahre Grund für die Schließung des Fahrgeschäfts nicht darin lag, dass es gefährlich war, sondern dass es unzuverlässig war. Da es sich um einen Prototypen handelte, musste das Fahrgeschäft jede Saison monatelang für Wartungsarbeiten stillgelegt werden. Da es die Finanzen und Ressourcen des Parks stark beanspruchte, wurde es schließlich zum Verkauf angeboten. Aber kein anderer Park wollte so ein Risiko eingehen und so wurde das Fahrgeschäft abgebaut und geriet in Vergessenheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand die Erklärung mit der ausgekugelten Schulter besser. Der smaragdgrüne Sturzflug. Am Eröffnungstag eines Freizeitparks schreien die Fahrgäste normalerweise vor Aufregung, aber am Eröffnungstag des Wasserparks The Wave in Dublin, Kalifornien, schrie ein Fahrgast vor Schmerzen. 2017 beschloss ein 10-jähriger Junge, die brandneue Emerald Plunge-Rutsche auszuprobieren, die von fast 15 Meter senkrecht in ein flaches Becken stürzt. Als er unten ankam, rutschte er über das Wasser und wurde über den Rand auf den blanken Beton geschleudert. Ich hätte um meine Mami geweint, aber diese kleine Legende ist aufgestanden und hat es überstanden. Obwohl er nicht ernsthaft verletzt war, wurde das Fahrgeschäft nur 90 Minuten nach der Eröffnung geschlossen. Ermittler wurden hinzugezogen, um herauszufinden, was schiefgelaufen war und schickten einen 35 Kilogramm schweren Sandsack, der genauso viel wog wie der Junge, die Rutsche hinunter. Als der Sandsack auf das Schwimmbecken traf, sahen sie entsetzt zu, wie er ebenfalls über den Rand flog. Sie kamen zum Schluss, dass das tiefe Wasserbecken am Boden der Rutsche einen schnellen Stopp für leichtere Rutscher verursacht. Das war ein grundlegender Fehler, der bei den Tests hätte erkannt werden müssen. Der Hersteller von The Plunge, Whitewater, behauptete, dass all seine Fahrgeschäfte ausgiebig getestet werden, aber die gründliche Untersuchung ergab, dass das eine große Lüge war und nicht nur das. Es stellte sich auch heraus, dass sie die Höhen- und Gewichtsbeschränkungen willkürlich von den üblichen Achterbahnanforderungen übernommen hatten, ohne zu beweisen, dass sie die Menschen auf ihren Rutschen sicher machen. Die Familie des Jungen reichte Klage ein und einigte sich mit dem Hersteller, der widerwillig die volle Verantwortung übernahm. Die Rutsche wurde schließlich 2018 wieder eröffnet, nachdem der Wasserflug ein wenig verändert wurde und dieses Mal konnte sie länger als 90 Minuten am Stück geöffnet bleiben. Superman, Turm der Macht. Der Gedanke, aus einer rasanten Achterbahn geschleudert zu werden, ist beängstigend, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was die 13-jährige Caitlin Lasseter im Six Flags Kentucky Kingdom durchmachen musste. Damals, 2007, bereitete sich Caitlin auf die Fahrt mit Superman Tower of Power vor. Das ist ein Fallturm, der die Fahrgäste fast 55 Meter hoch in die Luft hebt, bevor er sie wieder mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h fallen lässt. Schon beim Zuschauen dreht sich einem der Magen um. Doch als Caitlin hochgezogen wurde, rüttelte die Bahn und sie hörte ein seltsames, peitschendes Geräusch. Plötzlich fiel ein Seil, das die Bahn hochgezogen hatte, auf sie und ein Teil davon wickelte sich um ihre baumelnden Beine. Erschrocken schrien die Leute neben ihr den Betreibern zu, die Fahrt zu stoppen, aber es nützte nichts. Der Wagen fiel um und die Kabel durchtrennten beide Füße der armen Caitlin. Sie wurde sofort operiert und die Ärzte konnten ihren rechten Fuß wieder annähen, aber ihr linker Fuß hatte nicht so viel Glück und sie blieb mit lebensverändernden Verletzungen zurück. Das Fahrgeschäft wurde geschlossen und nach gründlicher Untersuchung nie wieder geöffnet. Es stellte sich heraus, dass das defekte Kabel im Laufe der Zeit allmählich immer schlechter wurde, was den Parkinspektoren verdächtigerweise nie aufgefallen war. Erschwerend kam hinzu, dass die 18-jährigen Betreiber, also die am Hebel, das Knacken hörten und nicht rechtzeitig auf den Notausknopf drückten. Hätten sie das getan, wäre Caitlin nach Meinung von Experten nur mit ein paar Kratzern davongekommen, statt mit zwei fehlenden Füßen. All diese Faktoren wurden Six Flags angelastet und Caitlins Familie verklagte den Park zu Recht wegen Fahrlässigkeit. Sie erhielten eine ungenannte Entschädigung, die allein für die Arztrechnungen rund eine halbe Million Dollar betrug.
Six Flags stand auf verlorenem Posten, genau wie Caitlin, und baute das Fahrgeschäft noch vor Beginn der Saison 2008 ab. Fahrgeschäft aus Stahl. Der Tower of Power ist nicht das einzige Fahrgeschäft mit Superman-Thematik, das eine böse Vergangenheit hat. Der Ride of Steel wurde 1999 im New Yorker Themenpark Darien Lake gebaut, der heute ebenfalls zu Six Flags gehört. Diese Mega-Achterbahn klettert über 61 Meter hoch und fliegt mit über 112 km/h über die Gleise und gibt den Fahrgästen einen echten Eindruck davon, wie es ist, Superman zu sein, ohne den knallroten Umhang und die Unterhosen. Im Jahr 2011 brach jedoch Chaos aus, als Sergeant James Hackamer, ein mutiger Kriegsveteran, der bei der Verteidigung seines Landes beide Beine verloren hatte, die Bahn bestieg. Der Zug saß ganz vorne, raste über die Strecke und näherte sich einem der kleineren Hügel, als Sergeant Hackamer plötzlich aus der Bahn geschleudert wurde. Leider überlebte er nicht und die Bahn wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Untersuchung ergab, dass im Schulungshandbuch für die Betreiber von Ride of Steel steht, dass alle Fahrer zwei funktionierende Beine haben müssen. Das liegt daran, dass die T-Bar-Rückhaltesysteme so konstruiert sind, dass sie die Fahrgäste an der Hüfte und am Schienbein festhalten. Doch selbst als Hackamers Freunde ihn auf den Vordersitz hoben und den Betreibern einen Blick auf seine Behinderung ermöglichten, dachten sie nicht daran, ihn am Einsteigen zu hindern. Dann kamen Gerüchte auf, dass ein Angestellter des Parks Hackamer gesagt hätte, er könne in alle Fahrgeschäfte einsteigen, aber das stellte sich als falsch heraus. Tatsächlich gab man ihm eine Broschüre mit Sicherheitsinformationen zu den Fahrgeschäften, die er aber mit der Begründung ablehnte, er habe bereits eine Kopie. Letztendlich durfte das Fahrgeschäft wieder eröffnet werden, aber die Schuld lag auf den Schultern von Darien Lake, die am Ende einen nicht genannten siebenstelligen Betrag zahlen mussten. Das war aber nicht das letzte Mal, dass der Ride of Steel im Rampenlicht der Medien stand. 1999 rutschte ein Mann mit einem Gewicht von über 136 Kilo aus den Halterungen der Bahn und wurde 3,5 Meter tief zu Boden geschleudert. Bei einer Untersuchung argumentierte Darien Lake, dass die Gurte zwar wie vorgesehen funktionierten, aber aufgrund der Größe nicht richtig einrasteten. Ihm wurden 2,85 Millionen Dollar Entschädigung zugesprochen und die Bahn wurde wieder in Betrieb genommen, nachdem die Züge mit besseren Rückhaltesystemen ausgestattet worden waren. Allerdings waren sie offensichtlich nicht sicher genug. Der Zyklon. In New York befindet sich der Luna Park auf Coney Island, einer der berühmtesten Vergnügungsparks der Welt. Und genau im Zentrum steht die legendäre Achterbahn Cyclone. Diese kultige Holzachterbahn wurde 1926 eröffnet und schleppt die Fahrgäste auf die Höhe eines achtstöckigen Gebäudes, bevor sie mit atemberaubenden 96 km/h durch Hügel und Kurven rast. Seit knapp 100 Jahren ist der Cyclone eine lokale Institution, auch wenn er nicht die beste Sicherheitsbilanz auf der Strecke hat. Die Fahrer sind nur durch einen einzigen Bügel gesichert, den einige Idioten leicht überwinden oder aus dem sie sich herauswinden können. 1985 stand ein Mann auf, um einen Adrenalinkick zu bekommen, stieß aber versehentlich gegen einen Querbalken und stürzte zu Boden. 1988 fuhr ein Bauarbeiter mit dem Zyklon und beschloss ebenfalls aufzustehen, während der Zug einen steilen Hügel hinunterfuhr. Wie du vielleicht vermutest, wurde auch er über die Seite geschleudert. Leider hatte keiner der beiden überlebt, aber weil diese Unfälle auf ihr eigenes Handeln zurückzuführen waren, fährt der Cyclon noch heute. Aber wenn man sich die Ähnlichkeit ihrer idiotischen Entscheidungen ansieht, sollte man meinen, dass der Luna Park in bessere Sicherheitssysteme investiert hat, oder? Oder zumindest einen obligatorischen IQ-Test. Stattdessen haben die Parkbetreiber einfach ein Schild mit der Aufschrift "Sitzen bleiben" an die Spitze der Achterbahn gemalt. Das ist Sicherheit und Gesundheit in Reinkultur. Der neue Texas Giant. Als der Texas Giant 1990 sein Debüt gab, stellte er den erstaunlichen Rekord auf, die höchste Holzachterbahn der Welt zu sein. Dieses Ungetüm wurde aus über 2123 Kubikmeter Holz gebaut, aus denen die vielen rasanten Hügel, Drops und vertikalen Kurven bestehen. Und mit einer Höhe von über 42 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von fast 105 km/h waren einige der Abfahrten so, als würde man von einem 13-stöckigen Gebäude fallen. So spaßig sie auch war, die Holzachterbahn hatte einen schlechten Ruf, weil sie viel zu grob war. Deshalb wurde sie 2009 renoviert und 2011 unter dem treffenden Namen New Texas Giant wiedereröffnet. Alles rief reibungslos bis zu den Ereignissen im Juli 2013. Eine größere Dame fuhr auf dem Riesen, als sie nach der ersten steilen Abfahrt aus dem Waggon stürzte und eine schockierende Höhe von 22,8 Metern erreichte. Leider überlebte sie nicht und die Bahn wurde bis zum Abschluss einer Untersuchung geschlossen. Sicherheitsexperten stellten die Wahl des Rückhaltesystems in Frage, das die Fahrgäste trotz der hohen Geschwindigkeiten und extremen Kurven nur mit einem Beckenbügel sicherte.
Es meldeten sich jedoch auch Zeugen, die behaupteten, dass die Frau, bevor der Zug den Bahnhof verlassen hatte, einen Begleiter darauf aufmerksam machte, dass ihr Schoßbügel nicht gesichert war. Offenbar hörte sie nicht einmal das Klicken, was bedeutete, dass der Mechanismus nicht verriegelt war. Der Begleiter führte daraufhin einen kurzen Push-Pull-Test an ihrem Schoßbügel durch und versicherte ihr trotz ihrer Größe und Bedenken, dass alles in Ordnung sei. Oh Mann. Letztendlich wurde das tragische Ereignis auf die Größe des Opfers und den Fehler des Fahrpersonals zurückgeführt, nicht auf das Versagen der Sicherheitsgurte. Das Fahrgeschäft wurde daraufhin für nur 2 Monate geschlossen, aber bei der Wiedereröffnung wurden die Beckenbügel überarbeitet und Sicherheitsgurte eingebaut. Jetzt können auch größere Fahrgäste mitfahren, ohne Angst haben zu müssen, herauszufallen. Ob sie mitfahren wollen, ist aber eine ganz andere Frage. Flight Commander. Es ist kein Geheimnis, dass Kings Island, Ohio, nicht die beste Sicherheitsbilanz hat. Seit 1976 haben mindestens 7 Menschen im Park ihr Leben verloren. Diese Vorfälle reichen von medizinischen Notfällen bis hin zu Blitzeinschlägen, aber ein Fall sticht besonders hervor, weil es sich um ein Fahrgeschäft handelt, der Flight Commander. Gesichert in kleinen Gondeln wurden die Fahrgäste auf eine Höhe von 18,2 Meter gebracht und von mechanischen Armen herumgewirbelt. Jede Gondel war mit einem rotierenden Teil auf der Rückseite verbunden und mit Hilfe eines Joysticks konnten die Fahrgäste ihre Gondeln um 360 Grad drehen. Es war, als hättest du dein eigenes kleines Raumschiff. Doch 1991, nur ein Jahr nach der Eröffnung, stürzte diese Raumschiff-Fantasie auf die Erde. Eine Frau hatte die Bahn allein bestiegen, rutschte aber irgendwie aus ihrer Gondel und stürzte erschreckenderweise mehr als 18 Meter in die Tiefe. Sie überlebte leider nicht, aber der Vorfall ließ die Ermittler den Kopf schütteln. Sie war sowohl mit einem Schultergurt als auch Beckengurt gesichert, die beide voll funktionstüchtig waren. Wie um alles in der Welt konnte sie herausrutschen? Nun, nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau stark alkoholisiert war und dann passte alles zusammen. Es wurde vermutet, dass sie aufgrund ihres betrunkenen Zustandes ohnmächtig wurde, was ihr, aufgrund eines Konstruktionsfehlers ermöglichte, auf den freien Sitz neben ihr zu rutschen und sich aus den Gurten zu lösen. Vielleicht musste sie sich auch übergeben. Oder sie war ganz ohnmächtig. Was auch immer der Grund war, es endete nicht gut für sie. Das Fahrgeschäft wurde geschlossen, aber 1992 ohne weitere Zwischenfälle wieder eröffnet. Trotzdem war der Ruf des Parks beschädigt und er wurde 3 Jahre später für immer geschlossen. Thunder River Rapids. In Australien hat es so ziemlich alles auf dich abgesehen. Die Schlangen, die Spinnen, sogar die Fahrgeschäfte. Du glaubst mir nicht? Dann warte, bis du erfährst, was in Dreamworld's Thunder River Rapids passiert ist. Es handelt sich um eine ziemlich typische Flussfahrt, bei der große, runde Flöße durch einen kabbeligen Wasserkanal schwammen, die von einem Förderbandsystem aus dem Wasser gehoben werden. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von nur 45 km/h war diese Fahrt kein halsbrecherisches Abenteuer, obwohl sie 2016 zu einem wurde. An diesem Tag fiel eine der wichtigen Wasserpumpen aus, wodurch der Wasserstand sank. Dadurch blieb ein Floß in der Nähe des Förderbandes auf den Stützschienen hängen und schaffte es nicht mehr bis zum Entladebereich. Doch weniger als eine Minute später raste ein weiteres Floß hinter ihn her, krachte in das erste Floß und rüttelte das ganze Ding aufrecht. Dabei wurden 4 Fahrer herausgeschleudert, die entweder unter dem Floß oder auf dem sich bewegenden Förderband eingeklemmt waren. Keiner von ihnen überlebte, was diesen Unfall zu einem der schlimmsten in der Geschichte des australischen Freizeitparks machte. Eine umfassende Sicherheitsprüfung ergab, dass die Sicherheits- und Wartungssysteme des Fahrgeschäfts bestenfalls rudimentär waren und dass eine einfache, kostengünstige Wasserstandsüberprüfung die gesamte Katastrophe hätte verhindern können. Dieses unglaubliche Versäumnis führte dazu, dass das Fahrgeschäft 2018 abgerissen wurde und die Muttergesellschaft von Dreamworld, Ardent Leisure, wegen Verstößen gegen die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu einer Geldstrafe von sagenhaften 2,8 Millionen Dollar verurteilt wurde. Crikey! An dieser Stelle ein kurzes Lob an den YouTuber Cupcakes, der die Thunder River Rapids in den Kommentaren von Teil 1, also dem englischen Original, weil wir hier sind der offizielle deutsche Kanal, dieser Serie vorgeschlagen hat. Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, schau ihn dir unbedingt an. Wenn du andere Fahrgeschäfte kennst, die ich noch nicht vorgestellt habe, lass es mich in den Kommentaren wissen und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.